Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Füllerfolge Tokyo Jungle. Ja, ich kündige es gleich an, das wird eine Füllerfolge. Ich weiß, es gibt cooleres als Füllerfolgen, aber wir machen jetzt trotzdem eine. Und zwar, weil das die 98. Folge ist. Whee! Applaus, Applaus, Applaus. Die 99. was ganz anderes wird. Und die 100. Folge wird eine Überraschung. Was weiß ich noch nicht, das werdet ihr dann erfahren. Wir sammeln einfach mal Punkte als Eisbär. Ich habe momentan echt überhaupt keinen Bock, Pflanzenfresser zu sein, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, warum Füllerfolge? Weil ich zur 100. Folge was ganz Besonderes machen möchte und es jetzt irgendwie. Weil es halt sonst anders nicht passt, dann hat ein Zuschauer mich noch gebeten, eine Archivfolge zu machen. Das ist die, die morgen kommt. Das wird die 99. Folge sein. Und die 100. Folge, wie gesagt, wird dann eine kleine Überraschung werden. Und ja, und danach geht es wie gehabt weiter bis zur eventuell 200. Folge, wer weiß. Ich weiß noch nicht, wie lange ich Tokyo Jungle machen werde. Das wird sich dann ergeben. Also machen könnte ich es noch ewig, weil es macht irgendwie halt einfach immer noch Bock, auch irgendwie nach. Gott, wie lange spiele ich das denn jetzt schon? Ewigkeiten über Ewigkeiten spiele ich das jetzt schon. Er macht ja schon Bock. Ach, perfekt. Das heißt, wir machen. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Ich kann mit dem voll viele Sachen. Und so. Awesome. Das heißt, mindestens die Outdoor-Mütze holen wir uns jetzt. 4000 Kalorien, Shibuya Wald, 4 erfolgreiche Jagden. In Ordnung, dann machen wir jetzt auf den Weg, weil schnell ist er nicht. Ah ja, super, dann habe ich ja diese Folge zumindest ein Ziel und gammel nicht sinnlos in der Gegend rum. Ich mag es, wenn meine Füllerfolgen wenigstens ein Ziel haben. Aber was ich jetzt mache, ist mich mal verkleiden. Der sieht ein bisschen doof aus. Die sehen alle immer so ein bisschen doof aus, das finde ich total bezaubernd. Ah, den Hunger müsste ich. Alles ist gut bis auf den Hunger. Oh, guckt euch das mal an. Ach, ich habe die Ausdauer. Oh. Ja, da muss. Das Patapon-Plüschtier ist so super. Ich glaube, das war. Oh Gott. War das kostenlos oder hat es. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich meine, es war kostenlos im PSN erhältlich. Aber ich. Wie gesagt, ich meine es. Ich weiß es nicht genau. Also zu Tokyo Jungle gibt es inzwischen so ein bisschen Content. Also die DLCs habe ich euch ja schon vorgestellt. Dann die üblichen Avatare. Also irgendwie. Also es gibt nicht alle Tiere als Avatare, aber schon ein paar. Irgendwie den Siegerhirsch gibt es und den Spitz und den Säbelzahntiger, sowas halt. Und. Ja, und dann halt diese Patapon und so Geschichten. Ich nehme übrigens mit meinem Leih-Laptop auf, was ja vorher die ganze Zeit nicht funktioniert hat, weil irgendwie Audacity auf dem zwar funktioniert hat, aber irgendwie mit dem Headset nicht kompatibel war, wie auch immer. Jedenfalls habe ich gemerkt, dass ich mal wieder ein kleiner Dummbeutel war. Und vergessen habe, bei Audacity den Regler für Aufnahme auf 100% zu schieben. Was zur Folge hatte, dass mein ganzer aufgenommener Kram einfach super leise war. Und jetzt, wo ich das geschafft habe, ist mein aufgenommener Kram auch genauso, wie er sein soll, und zwar laut. Deswegen nehme ich jetzt mit meinem Leih-Laptop auf, der auch passenderweise Ersatz-Gary heißt. Weil ich möchte meinen. Das ist nun mal einfach Ersatz-Gary. Zur kleinen Erklärung. Ja, die Ecke ist scheiße. Zur kleinen Erklärung, mein Laptop, also mein Laptop, der jetzt das Zeitliche gesegnet hat, more or less, heißt Gary. Und der, den sie mir jetzt zur Verfügung gestellt haben, ist Lie-Gary. Beziehungsweise Ersatz-Gary. Ach, verkacktes Huhn. Ich sehe schon, das wird nichts. Aber eventuell kann ich ja dann noch die zweite Herausforderung in Angriff nehmen. Ich schieb meinen süßen kleinen Eisbärarsch erstmal in die andere Richtung, weil es da unten einfach mehr zu essen gibt. Und hoffe, dass ich hier ein bisschen was zu schnabeln finde.
Ich habe Hunger. Ja, ganz toll. I know. Nein, geh weg. Shibuya Bahnhof dürfte es ein bisschen mehr zu essen geben. Ich bin jetzt auch bereit, übrigens Küken zu essen, um diese Herausforderung zu bestehen. Ach, Leben sinkt wegen Hunger, na ganz geil. Habe ich ein Item? Ah, scheiße. Mein Gott, ich hasse es am Anfang, so ein langsames Tier zu sein. Das ist ätzend ohne Ende. Aber da ist was. Da ist was. Und wenn das mal keine Hasen sind oder sowas. So. Sneaky, sneaky, sneaky. Sehr schön. So, jetzt muss mein Bärchen auch nicht hungern. Okay, also eine erfolgreiche Jagd habe ich zustande gekriegt. Was haben wir da? Den Hund. Der sieht mich. Scheiße, der sieht mich. Manchmal verfluche ich den Bildschirm von Tokyo Jungle. Es ist dunkel. Ah, sehr schön. Ah ja, gut, langsam wird's doch. So, jetzt sneak ich mich einfach mal hier so in der Gegend rum. Und guck, ob ich nicht die Herausforderung doch noch irgendwie bestehen kann. Also ich meine, mit 4000 Kalorien, das wird eng hier mit den ganzen Hasen und dem Schmu. Muss ich mal gucken, ob ich nicht vielleicht was Größeres finde. Ah, hab ich mich nicht gesehen? Trottel. Ehrlich, Trottel. So, und jetzt esse ich einfach alles, was mir vor die Flinte kommt. Weil ich es mir ehrlich gesagt nicht aussuchen kann. Ich müsste irgendwie diese 4000 Kalorien aufnehmen. Oh, Lilly. Lilly sitzt neben mir und facepalmt. Ich habe mich vorhin beinahe auf sie draufgesetzt. Es tut mir wahnsinnig leid. Also sie saß... Ich bin vom Klo gekommen und wollte mich auf mein Bett setzen. Und sie lag aber unter der Decke. Ein roter Löwen hat Shibuya Außenbezirk. Ah, sehr schön. Jedenfalls lag sie unter der Decke und ich habe einfach nicht gesehen, setzt mich knapp drauf und ich höre nur und dachte nur, nein, Lilly, Lilly. Und jetzt tut mir das voll leid, ich sitze da und facepalm. Es tut mir immer so leid, wenn ich meiner Katze wehtue. Egal, wir gehen jetzt in den Shibuya Außenbezirk. Schnell. So schnell meine kleinen Füße in mich tragen. Und heute Nacht, es war so goldig. Ich lag da, einen Arm irgendwie so angewinkelt und halt nicht unter der Decke und die Katze kommt und zapft mir erstmal den ganzen Arm voll. Und dann legt sie den Arm so auf, also quatsch, den Kopf auf meinen Arm und sich selber so an mich dran, also quasi so dran gelöffelt und so lagst du dann, das war unglaublich goldig und unfassbar unbequem, weil ich mich nicht bewegen konnte, weil meine Katze aggressiv wird, sobald du dich bewegst. Und das heißt, ich saß dann, ich lag dann 2 Stunden mit einem Löffelkatzentier da, konnte nicht schlafen, mich nicht bewegen. Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, habe die Maus gefüttert, beziehungsweise bin aufgestanden, habe mich so ganz langsam weggesneakt, bin aufgestanden, habe sie gefüttert und damit dann vom Bett weggelockt und dann habe ich mich hingelegt und geschlafen. Aber unglaublich, Gott, ich habe es noch nie gemacht. Ich glaube, es lag daran, dass sie das jetzt gemacht hat. Weil ich jetzt einfach 2 Wochen nicht zu Hause geschlafen habe. Und jetzt bin ich endlich wieder zu Hause. Das heißt, Lilly freut sich. Und löffelt dann einfach mal so ein bisschen hier mit mir rum. Ich muss mal gucken, ob sie noch atmet. Ich habe immer so ein bisschen Angst. Ich meine, sie ist ja schon alt. Sie ist jetzt schon 11 Jahre alt. Aber ich meine, es geht ja gut, solange ich mich nicht auf sie draufsetze. Oh, Lilly, es tut mir leid. So. Mit ein bisschen Glück kriege ich es jetzt tatsächlich hin. 4000 Kalorien aufzunehmen, weil so ein Löwe ja auch einiges an Kalorien hat. Also 2000 habe ich geschafft. 3 Jahre habe ich noch für weitere 2000. Wie viel hat denn so ein Löwe? Ich weiß es gar nicht. Aber einige werden es wohl sein. Wir versuchen einfach unser Glück. So, wie viel hast du denn? Aber der frisst sie mit einem Mal, ey. So, 480. Ja, wie viele sind das dann? So. Oh. Ja, ich war gerade so ein bisschen... Also nicht viele. 480 sind... meine besten Mathezeiten sind vorbei. Jetzt beeil dich, das sind noch 2 Jahre.
jetzt... Oh, du Fotze, Alter. Oh, das darf ich gar nicht sagen. Das darf ich im Internet nicht sagen, das habt ihr nicht gehört, okay. Jetzt komm schon, Gebiss, komm schon. Ich hab nicht ewig Zeit, mich mit diesem Löwen da rumzuärgern. Oh, komm jetzt her, du blödes Tier, ehrlich. Oh, wann kann ich denn jetzt endlich mal dieses blöde Gebiss machen, jetzt mal bitte? Vor allem, wenn ich weglaufe, läuft sie mir ja hinterher. Scheiß auf dich. Ehrlich. Gebiss, bitte. Mein Gott, wie lange muss ich denn noch an der rumbasteln, an der alten hier? So lange Zeit habe ich jetzt auch wieder nicht. Oh, fick dich doch mal jetzt bitte einfach. Und stirb. Und jetzt... Oh, endlich... Nein, immer noch nicht. Endlich. Oh mein Gott, ey. Wie lange hat denn das jetzt einfach gedauert? Pervers. So, jetzt bitte noch mehr Löwen. So, da ist eine. Die ist, glaube ich, gerade in meine Richtung unterwegs. Ja. Aber die dreht sich hoffentlich gleich um. Ja. Fuck. Fuck, 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 fuck. Nein, bitte. Oh, das dauert doch jetzt 10.000 Jahre einfach nur. Oh, wenn es immer so ganz kurz nicht funktioniert, das hasse ich. Ich hab's gepackt. Geil. Sehr schön. Dann habe ich jetzt... Ich habe mich beinahe verschluckt, ey. Das heißt, ich habe jetzt die Outdoor-Weste gekriegt. Oder, oh, nein, nein, nein. Au. Au. Hör auf. Lass das. Ich will nur aufstehen, Mann. Geh weg. Ich prügel mich jetzt mit denen rum. Habe ich denn die Outdoor-Weste jetzt gekriegt eigentlich? Müsste ich doch jetzt. Habe ich die nicht gekriegt? Ich guck das jetzt nochmal. Doch, natürlich, hier. Outdoor-Mütze. Outdoor-Mütze. Wo ist sie denn? 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 Wo... Da. Oh, die ist ja echt süß. Fesch ist die. Genauso wie Lilly vorhin eine Plastiktüte am Kopf hing. Aber nicht, zieh die nicht aus, ich sterbe ja dann eh gleich. Also Lilly hing eine Plastiktüte am Kopf. Und das sah so süß, das sah aus wie so ein fescher Hut, aber nur auf einer Seite. Total niedlich eigentlich. So, und weil es jetzt hier leider nur eine Füllerfolge ist, mache ich mit dem Eisbär nach dem 100. Jubiläum weiter. Ja, ich weiß, Füllerfolgen sind blöd. Aber was willst du machen? Ich hab's mir jetzt halt mal... ich krieg das immer zeitlich so toll hin. Meine Folgen so zu setzen, dass das irgendwie... Ah ja, ich wäre jetzt sowieso gestorben. Oh, der Boss. Bosslöwe. Aber mal ganz ehrlich, so oder so wäre ich jetzt tot. Na gut. Wenigstens ist es hoffentlich keine langweilige Füllerfolge geworden. Ich habe mir Mühe gemacht. Na okay, ich habe eigentlich nur gespielt. Lilly, verzeih mir, mein Schatz. Mein armes Mäuschen. Achso, Tokyo Hamster hat gefragt, ob ich nicht mal Bilder von Lilly hochladen möchte. Oder ein Video. Eventuell wird das irgendwann mal geschehen, weil Lilly ist Lilly. Die muss man mal erlebt haben. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!